Warum sind erneuerbare Kraftstoffe im Verkehrssektor unverzichtbar? Der Verkehr ist für ein Viertel des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich und ein wesentlicher Verursacher von Emissionen. Seit der Einführung der ersten Dampflokomotive im Jahr 1804 haben sich fossile Kraftstoffe als wichtigste Energiequelle für den Verkehr zu Land, zu Wasser und in der Luft etabliert. Diese fossilen Kraftstoffe wie Öl, Erdgas und Kohle sind jedoch keine erneuerbaren Ressourcen. Und wir nutzen und verbrauchen die Reserven, während der Aufbau neuer Vorräte eine Ewigkeit dauert. Durch den Einsatz dieser Kraftstoffe setzen wir enorme Mengen Kohlenstoff, der zuvor tief in der Erde gebunden war, als CO2 in die Atmosphäre frei. Das muss sich ändern. Und zwar schnell. Aber für diesen Wandel braucht es ein breites Spektrum an Lösungen. Elektrofahrzeuge werden oft als die eine Lösung präsentiert und sie werden eine wesentliche Rolle bei der Reduzierung der Emissionen spielen. Mit Elektrifizierung allein kann der Wandel allerdings nicht gelingen. Bis zum Jahr 2040 werden voraussichtlich weniger als 15% des im Transport verbrauchten fossilen Öls durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Es gilt, alle verfügbaren Lösungen zu nutzen. Wasserstoff kann eine solche Lösung sein, aber die Produktion von grünem Wasserstoff, der heute nur 1% der Wasserstoffproduktion ausmacht, muss exponentiell gesteigert werden. Dies braucht Zeit. E-Fuels aus Wasserstoff und CO2 sind vielversprechend, benötigen aber auch grünen Wasserstoff. Erneuerbare Kraftstoffe sind ein wichtiger Baustein nachhaltiger Mobilität. Erneuerbare Kraftstoffe werden aus sich ständig erneuernden Energiequellen hergestellt. Mit erneuerbaren Kraftstoffen, die zu 100% aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt werden, können die Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus des Kraftstoffs im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um bis zu 90% reduziert werden. 2019 wurde fast 4% des weltweiten Bedarfs an fossilem Öl im Transport durch erneuerbare Kraftstoffe ersetzt. Mit umfangreichen Investitionen und dem Einsatz neuer Rohstoffe wäre es möglich, etwa 40% des heutigen Ölverbrauchs im Transportwesen zu ersetzen. Erneuerbare Kraftstoffe haben noch einen anderen großen Vorteil. Sie können die bestehende Infrastruktur nutzen und somit bereits heute in bestehenden Pkw, Lkw, Flugzeugen und Schiffen eingesetzt werden. Erneuerbare Kraftstoffe sind eine bewährte Lösung, die schon heute verfügbar ist und ein schnelles Wachstumspotenzial bietet. Es steht außer Frage, dass wir den Umstieg von fossilen Kraftstoffen auf erneuerbare Lösungen vollziehen müssen, sei es erneuerbarer Strom, erneuerbarer Wasserstoff oder erneuerbare Kraftstoffe. Veränderung braucht erneuerbare Lösungen. Die Zukunft ist erneuerbar.